Willy Brandt, die Ikone der Sozialdemokratie. Auf welchen Begriff würden Sie seine Politik bringen? Vielleicht kann man ja drei Begriffe statt einem wählen. Das eine wäre der Frieden. Das zweite wäre Demokratie. Und das dritte könnte vielleicht sein, das, was die schwedischen Sozialdemokraten als das Volksheim bezeichnet haben. Immerhin ist er ja stark in Skandinavien beeinflusst worden, politisch. Also ich denke, so mit diesen drei Begriffen, da kann man auch alles andere unterbringen. Auch Sachen wie Weltbürgertum und Patriotismus kann man alles unter diese drei Begriffe subsumieren. Was war seine größte Leistung? Ich denke, ein politisches Konzept, was im Laufe der 60er Jahre entwickelt worden ist, gegen Widerstände aufrechtzuerhalten und durchzusetzen, mit dem Risiko, damit zu scheitern. Das ist etwas, was man sich heute manchmal mehr wünschen würde. Und es hat funktioniert. Also sonst könnte man nicht von Erfolg sprechen. Sie sind ein Brand. Worin ist er Ihnen Vorbild? Das wäre sicherlich eine gewisse Menschenfreundlichkeit. Also man kann sich bei ihm schwer vorstellen, dass er irgendwie seine schlechte Laune jetzt in einer rabiaten Weise an Mitarbeitern ausgelassen hätte. Also war sicher ein umgänglicher Typ, wobei natürlich die Einschränkung ist, er konnte auch sehr verschlossen sein und es gab Zeiten, wo es nicht angenehm war, mit ihm an einem Tisch zu sitzen. Woher kommt die Faszination ein halbes Jahrhundert später? Wir haben es hier sicher mit einer Politikergeneration zu tun, die ganz anders geformt worden ist. Also oft wird ja Brandt in einem Atemzug mit Wehner, dann gerne auch Strauß und andere genannt, also weil man sagt, das waren noch wirklich Typen. Und das wird heute vermisst. Meine Erklärung ist da zu sagen, naja, die haben auch anderes erlebt. Was lehrt Willy Brandt heute, die Politik treiben? Wenn man etwas Großes vollbringen will, muss man einen langen Atem haben. Man muss sicherlich auch die Fähigkeit haben, ein komplexes Konzept so zu vermitteln, dass es zwar vereinfacht ist, aber nicht verfälscht ist für die Leute. Wenn Sie die SPD von heute betrachten, in dieser Lage, was wünschen Sie sich, dass sie jetzt tun möge? Ich habe kritisiert, dass und da bin ich ja nicht der Einzige, dass die SPD sich von ihrer Klientel entfernt hat. Die Kunst wäre eigentlich, das war ja eines der Anliegen auch von Willy Brandt, hier unterschiedliche Großmilieus zusammenzubringen. Also das würde in dem Fall bedeuten, sowohl das urbane, gut ausgebildete, eher kosmopolitische Milieu auf der einen Seite und die Normalos, jetzt mal in Anführungszeichen gesagt. Und ich befürchte, dass der Kontakt zu den stinknormalen Leuten weitgehend verloren gegangen ist.